Hallo und herzlich willkommen zurück in the Land of Pain, in der Episode 3, wo wir zuletzt hier abgestoppt hatten. Bei mir ist es draußen wieder dunkel, diesmal falle ich hier nicht runter. Und obwohl ich dann doch schon, ja, so ein bisschen Angsthase hier im Spiel bin, das geht ohne Atmosphäre nicht, ja. Draußen muss das dunkel sein hier, das... Sind wir uns doch ehrlich, wer spielt denn so ein Spiel hier bei Sonnenschein? Ja, tagsüber. Nee. Oh, komm mal hier, ne? Ja. Auf jeden Fall haben wir hier einen Schlüssel, nicht für einen Heizungskeller. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wo der zu gebrauchen ist. Aber ich weiß, wir sind hier in Episode 2 bei einer Tür gewesen. Bei einer Tür, die hat jetzt... Die, ja, wir sind auch wieder dort, ne, wo hier der Kapuzenpeter, der schwarze Kapuzenpeter mit den Leuchtaugen auftaucht. Eine Tür gab es auf jeden Fall, die mit einem Schlüssel geöffnet werden konnte. Ich laufe hier mal ganz schnell auch. Oh Mann, ich hänge wieder fest. Mann, wehe hier. Ja, ja, ja. Ich kann mich... Wieso ist das jetzt in Zeitlupe? Ja, ich denke mal auch, was geschieht mit mir. Oh, ist das vielleicht hier gar nicht das Vieh gewesen? Der Kapuzenpeter mit den Leuchteaugen. Sondern ganz was anderes. Irgendwas ist hier wieder. Mann, das Spiel nimmt mich hier wieder so auf den Arm. Es dringt mir hier in den letzten Nerv hinein. Oh, gute Güte, ich habe hier schon wieder eine Gänsehaut. Oh, Mann. Ja, wenn das hier die Tür dort drüben... Ich denke mal, das waren hier so Grabsteine, ne? Wenn da... Oh ja, dann ist es die Tür gewesen. Es wird gespeichert, wir treten ein. Tür zu. Tür zu. Oh ja, wir latschen hier auch mit einer Laterne rum. Nee, oh, oh. Oh, oh, oh. Hier kann man auch raufgehen. Ach so, apropos. Hier, letztens, ne? Das Geheimnis, das ich entdeckt habe, das sind jetzt hier 17 Steam-Edelsteine gewesen. Hammer und Meißel, jawoll hier. Ich sag doch letztens hier, einen großen Nagel könnten wir gebrauchen. Und jetzt haben wir ihn, der Spielecharakter sagt mir auch, das könnte nützlich sein. An dieser Stelle auch Gruß an die Gabi hier von YouTube. Ja. Ich denke auch, das Holzbrett würde so den richtigen Einsatz finden, wenn wir hier einen Kapuzenpeter mal übers Knie legen, ne? Oh, hier Gitschigatschi am Boden, ne? Gitschigatschi, alles nassi. Ja, eine Kettensäge. Eine Werkbank gibt's hier auch. Ich denke mal, das ist hier so eine Art verlassener Kuhstall. Hier in die Pampe reingesprungen. Oh. War das nicht so irgendwie mit... Man kann hier in einem Spiel nur einen Gegenstand zur selben Zeit mit sich führen. Oh. Wenn das mir jetzt nicht mal zu komplex wäre. Joha, ich komme von innen nicht mehr raus. Da sich nur diese eine Tür hier öffnen lässt. Kapuzenpeter mit den Leuchteaugen, bleib wo du bist. Oh, ich habe hier unten, unterm Traktor, jawohl, ein Loch in den, nie, was? Traktor? Oh, ach so, ja gut.
ein Loch in den Traktor schlagen, damit das Benzin rauskommt. Den ganzen Text konnte ich nicht lesen. Aber mit der linken Maustaste hat mir hier das Spiel gezeigt. Ich war nicht auf dem Holzweg, sondern auf dem richtigen Weg. Wir betanken jetzt dieses Boot. No. Aber ich weiß, dass wir hier wieder zurückkommen werden. Ich weiß das. Boot benutzen. Ach so, nee. Morgen früh werde ich losfahren. Dieser alte Stall scheint ein sicherer Ort zum Übernachten zu sein. Ja, wir machen trotzdem hier die Türe zu, ne? Und dann bin ich auch froh, dass die andere Türe hier weder von außen noch von innen sich öffnen lässt. So, machen wir mal hier Bettgesuche. Wo lässt sich hier drin übernachten? Ja, hier drin nicht. Hier im Dreck, denke ich mal, lässt sich auch nicht wohnen. Aber es möchte alles ausprobiert werden. Na, no, das möchte es. Wir sterben 1000 Tode beim Versuch, einen Schlafplatz zu bekommen. So, hier? Nee, ja. Ich wusste doch, da muss noch etwas sein. Löchtern. Oh, ja, hier. Oh, eine Seite. Ja, das ist auch nicht gerade ein schönes Vieh, ne? Hässliches Vieh Nummer 2. Ja, hier, denke ich, wurde länger nichts mehr zubereitet. Diese Tür ist verschlossen, diese lässt sich öffnen. Wir haben ein Bett hier und eine weitere Buchseite. Ja, das ist ja hier. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Ich, der Alte, dieser, ja, übernachte hier mal erst, ne? Ich denke mal, hier ist schon einiges im Argen und der Spielecharakter hat hier wohl eine führende Rolle, auch im Spiel oder in der Geschichte des Spiels. Das kommt mir zumindest persönlich so vor, speziell nach dem Lesen dieser Seite. Ja. Hm, was passiert jetzt? Hallo? Ja, ja, was? Oh, nee. Oh, nee. Irgendwas ist hier nicht ganz koscher, ne? Oh Mann, ich fühle mich auch wie betrunken hier mit dieser optischen Darstellung hier. Beziehungsweise, wow, wow, wow. Oh Mann, hier Gänsehaut und irgendeine Tür schon wieder. Wow. Oh. Es ist eine beengende Stimmung. Nee, ich... Wo ist meine Laterne? Irgendwie habe ich auch hier Hammer und Meißel nicht mehr. Wow. Hier draußen hat sich nichts geändert irgendwie. Laterne.
Ja, das Zeug haben sie mir weggenommen. Das ist passiert hier, ne? So, was nu? Oh. Ja, die Aufzeichnungen spiegeln ohne Zweifel das wider, was ich selbst empfinde. Ja, ins Boot steigen und losfahren. Oh, was bin ich froh. Auf der anderen Seite weiß ich wieder nicht, was mich hier erwarten wird. Und... oh Mann, oh Mann. Ja, das Ding fährt von allein, das ist gut. Oder eben auch nicht. Oh nee, was passiert hier wo? Oh, oh komm. Auf jeden Fall, was mir auch aufgefallen ist, hier beim Durchgucken meiner Videos, nachdem die auch dann geschnitten sind zur Prüfung, das kommt ja nicht mal ansatzweise rüber. Ja, irgendwas ist hier kaputt, ne? Oder bricht gleich zusammen. Oh, komm. Wow. Wow! Mann. Auf jeden Fall kommt das nicht mal ansatzweise rüber, denke ich. Was, wie es mir hier wirklich geht im Spiel. Und was ist denn hier wieder los? Oh, ich schmeiß die Nerven weg. Ich schmeiße jetzt die Nerven weg. Jetzt komm mal hier. Ja, was? Rechtsstrecke. Raus. Raus, weg. Weg. Mir Wurst, was sich hier neben dem Boot bewegt. Komm, Bewegung. Mann. Ich denke mal, wir schaffen das. Ne, das muss zu schaffen sein. Ich weiß nur nicht, wohin. Gut, es ist vorbei. Oh Mann. So, ich habe hier auch so ein komisches Smartwatch-Teil und lass mir jetzt gerade eben den Puls messen. 107. Oh Mann. Ja, 107. Ich denke mal, das ist ausreichend. Ich habe eigentlich sonst schon ruhigeren Puls, ne? Das heißt, wir bewegen uns irgendwo um die 70. Und dann kommt mir das Ding hier mit 107. Ich schwitze hier, ich spüre das, wie hier der Schweißtropfen von meiner Stirn läuft. Und ich bekomme einen Gänsehautschubzustand. Oh Mann. Ja, ohne Zweifel ist das hier so ein Cthulhu-Kopf gewesen vorhin, ne? Und nicht nur einer. Hier einer vor mir, dann die anderen von der Seite und bevor man hier eigentlich die Gelegenheit bekommt, die Umgebung und die grafische Finesse auch zu genießen, ist man davon gelaufen. Ja, ich komme mir hier vor wie so ein Wildtier, ja, das instinktiv reagiert. Ja, Bedrohung angesagt, mir Wurst, ob da Wasser ist. Ja, es geht schon, denke ich, nicht mehr schlimmer, als wenn hier Cthulhu im Großformat auftaucht. Diesen Eimer können wir nicht nehmen, hier können wir nicht raustrinken. Aber das sieht mir wohl so aus, als ob auch hier bereits jemand gewesen wäre. So. Ja, es wird gespeichert. Es gibt eine Weggabelung. Da drüben ist ein Haus und hier hinten ist auch irgendwas. Gut, das heißt, es wird jetzt erstmal hier spannend. Sehr, sehr spannend. Ja. Ich denke, das war jetzt, denke ich,
nicht so schwer zu erraten, ne? Das mit ziemlicher Sicherheit hier abgeschlossen sein wird. So, mal gucken, was das hier ist. Oh. Guck mal hier, was hast du denn für komische spitze Zähne? Ja, vor allem riesig, ne? Das normal, das ist riesig. Ja, können wir mal gucken im Vergleich hier, ne? Das geht nicht mehr klar. Wir latschen hier auch durch so ein Sumpfwassergebiet. Irgendwas Ekelhaftes. Oh. Opferung. Ja, was denn hier sonst? Also zum Helden oder zum Star ist hier keiner gemacht worden, ne? Nee, nicht wirklich. Mann, oh Mann, ist das hier... Ist das hier so eine verworrene Geschichte? Gut. Okay. Ich sag mal, wir gehen erstmal den Weg, der hier am kürzesten erscheint. Ich bin jetzt ein bisschen verwundert hier. Für das, dass wir eigentlich bisher keine wirklich moderne Technik hier im Spiel erlebt haben. Sieht mir das aber schon hochmodern aus. So, eine Maschine, die erzeugt Strom. Ich schätze mal, das nennt sich in der heutigen Zeit und schon seit sonst auch hier Generator. Ja, ja. Ich bin mir zwecks der musikalischen Untermalung auch oft gar nicht so sicher, ob das jetzt etwas zu bedeuten hat oder nicht. So wie gerade eben, ja. So ein ganz spannender Ton hier. Oh, 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 oh. Oh, was war gerade dieses Rauchding hier vorne? Entweder ist das hier grafisch gewesen. Ich baue mal kurz die Grafik hier hinten nach. Ja, weil die noch nicht komplett geladen ist. Oder das ist hier der Kapuzenpeter mit seinem Nebelzauber, bevor er hier auftaucht, ne? Kommt er hier immer so in einem Nebelgedöns da hier. Ja, speichern wir wieder ab. Gut. Angenommen, der Kapuzenpeter mit den Leuchteaugen kommt jetzt hier nicht langgelaufen. Nehmen wir uns einfach die Freiheit und ziehen uns ein wenig um. Ich dachte vielleicht, da vorne ist ein Schild mit einer Beschriftung. Es ist aber nicht. Hier ist ein Haus. Oh, hier so ein Glashäuschen. Sieht aber auch nicht mehr gesund aus. No. No. Mal reingucken. Ordentlich Holz vor der Hütte. Die Tür geht auf. Ich bedanke mich und schließe sie. Ja. Ja. Ich kann das nicht riechen, aber das sieht wohl so aus, ne? Als ob das hier in einem ganz üblen Zustand wäre und widerlich riechen tut. So, nehmen wir die Seite wieder. Ja, das bedeutet hier jetzt erstmal eindeutig. Nie eindeutig nicht, aber zumindest hat sie hat sich das jetzt zugelesen. Ein rostiger Schlüssel. Jawohl. Oh. Wieso kommt es mir hier vor, als ob ich jemand hören würde? Zumindest gibt das Buch eine Vermutung drauf, dass es sich hier vielleicht um Reisen in eine andere Welt handeln könnte und wir gar nicht auf
unserem bekannten Planeten Erde sind, ja? Ja, weswegen der große Alte dies, der große Alte das. Wer H.P. Lovecraft ein bisschen kennt und sich nicht nur hier mit dem Mythos... Wow. Gut, ich denke mal, der Kapuzenpeter ist auch wieder zurück. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall, wer sich hier auch ein bisschen mehr auseinandergesetzt hat als mit Cthulhu, beziehungsweise ist ja auch schon ausreichend, der wird wissen, es gibt hier die sogenannten großen Alten. Und in H.P. Lovecrafts Universum hat so ziemlich... Wow, Kapuzenpeter, Peter mit den Leuchteaugen zischt hier vorbei. Sind wir auf dem richtigen Weg oder in seine Richtung? H.P. Lovecraft hat auf jeden Fall ein riesengroßes Top-Universum hier erschaffen. Mann, das ist ganz ein neues, großes Gebiet hier, oder was, ne? Alten, rostigen Schlüssel, ein Fahrzeug. Ja, sag mal, wo kommst du denn her? Ich denke mal nicht, dass wir hier jetzt aktuell hineinkommen sollen. Beziehungsweise wenn hier überhaupt. Hier ist die Tür verschlossen, durch das Gitter geht es nicht durch. Drüben ist ein Weg, den wir nicht kennen. Da oben ist ein Weg, den wir nicht kennen. Ich meine hier, dass wir schon hier hinten Tore oder Türen hatten mit einem Schloss drauf. Aber gut, das... Ich weiß auch noch, dass eine von den Türen, die hier das sichtlich optisch angebrachte Schloss drauf hatte, als Text angab. Und diese Türe kann auch gar nicht geöffnet werden. Brombiergestrüpp. Ja, wunderbar. Ne? Bekommen wir was zu essen auf dem Weg hier. Ja... Das ist ja ewig lange hier. No. So. Ich denke mal, hier vorne irgendwo, früher oder später, treffen wir einen alten Bekannten, dessen Augen leuchten können. Aber wo geht es aktuell hier hin? Das ist die Hauptfrage, das Hauptthema. Bevor ich hier wieder mit einem Puls von 107... lernen muss umzugehen. So, untersuchen. Wo untersuchen wir hier was? Das hier? Sehr viel Blut, ja, richtig. Ja. 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 Ordentliches Höhlenrauschen und so ein... Oh, ein Objekt. Was ist das denn? Oh. Ja, nice. Wow. Ich habe ein Geheimnis gefunden. Okay, das gehört, denke ich, nicht an dieser Stelle dazu...
Ja, wobei, vielleicht ist es schon als Ablenkung gedacht gewesen. Ist es hier noch da? Ja, nochmal hier. Und dann kommt er mich hier holen, ne? Und ich muss laufen. Wohl sieht es dann so aus, als ob ich nicht in die Richtung weiterlaufen müsste. Oh, du blöder Kapuzenpeter, du. Oh Mann, hier, schwarzer Kapuzenteufel. So, ordentlich kurz verschnaufen. Ja, wir haben eine Leiche. Nee, das ist keine Leiche, das ist hier ein blutiges Todskelett. Los geht's. Du bekommst mich nicht, du bekommst mich nicht. Nein, nein, nein. Die Höhle fällt ja ein. Tritra, tralala, trollololololol. Mann, der Schweißtropfen brennt mir über die Nasenspitze jetzt drüber. Laufen, 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 laufen. Schneller laufen, schneller laufen. Weiterlaufen. Es ist gleich, ja, es ist geschafft. Oh Mann, ich habe hier ein Geheimnis aufgenommen. Das letzte Geheimnis, ich kann mich gerade nicht mehr erinnern dran, ob ich das vorhin in der Scheune, bevor wir mit dem Boot losgefahren sind, erwähnt hatte. Das letzte Geheimnis waren 17 Edelsteine auf Steam. Oh, da geht es erstmal nicht weiter. Ja, richtig, Erdrutsch, ja genau, anderen wie ich, gut. So, Drüben ist das Gestrüpp. Oh nö, oh nö. Peter, von wo kommst du jetzt? Gut, diese Türe hier drüben ist es nicht, die sich mit dem Schlüssel öffnen lässt, aber das ist irgendwo klar, ne? Nachdem wir hier oben in dieser Hütte, in diesem Haus dort vorne den Schlüssel gefunden haben und dort unten vorhin natürlich daraufhin logischerweise bereits probiert. Ja, aber in meiner Panik, in meinem fast hirnlosen Entkommungsversuch, ja, da sieht dann die Welt doch wohl ein bisschen anders aus. Auch die Spielewelt. Man möge nachsichtig mit mir sein. Ich schwitze mich zu Tode. Oh, da geht's auch rüber. Genau, da sind wir vorhin nicht gewesen. Haha. Kapuzenpeter, da kommst du nicht hin. Schwarzer Kapuzenteufel hier. Oh, oh. Ja, mal runter. Blutig, blutig. Alle tot. So, ne? Aha. Oh, bedrohlicher Ton in der Atmosphäre. Leicht niedrigfrequenzige Klänge. Oh, da ist aber auch nichts Gutes passiert. In Anbetracht der Tatsache hier, dass wir eine Kettensäge aufgenommen haben, nehme ich jetzt erstmal stark, wirklich sehr stark an, dass wir nicht zurück müssen. Ich werde das dennoch probieren, jetzt hier, wo wir schon wieder da hinten oben drüben sind. Wir probieren das aus. Man weiß ja nie, was auf einen zukommen kann. Außer hier, schwarzer Kapuzenteufel. Hier ist keine Möglichkeit gewesen, ein Schloss zu sperren. Wohl aber, denke ich mal, hier vorne eventuell, möglicherweise. Ja, so, rein in die gute Stube. Was nehmen wir mit? Hier nix von dort, nix von da. Aha, möglicherweise was von oben. Ja, von hier unten mal definitiv nicht. So sieht das aus. Nicht von unten. Rauf. Ja.
Kette. Wo? Oh, hier ist eine Kette. Haha, man musste erst die Kettensäge zusammenbauen. Diese Tür, ja, benutzt doch die Kettensäge, ne? Oh, so unpraktisch jetzt hier der Mann unterwegs. Nee, wir sind ja hier nicht, wir wollen ja keinen, wir machen ja nichts kaputt. So. Ja, wir... Nee, das ist der Container. Oh, ja, man weiß nicht. Ich möchte das schon probieren. Wo ist hier dieser Container gewesen? Ja. Hier hinten war nicht, ne? Hier. Nee. Ja, es ist zwar vorne hier ein Schloss dran, sagt aber der Text keine Möglichkeit, das zu öffnen. Ich bin hier noch immer ziemlich durchnässt. Der Schweiß kommt langsam hier zum Ruhezustand, aber so wirklich heruntergekühlt bin ich hier von der Körpertemperatur noch nicht, ja. Und ich bin auch, denke ich mal, etwas angespannt. Dazu schneiden wir jetzt ein bisschen Gewirr weg. Ja, es war laut. Womöglich war es auch hässlich. Aber effektiv. Wir sind durch. So. Hier, das ist so eine Sumpfgegend hier. Es wird gespeichert. Mann, oh Mann. Das ist ja eigentlich völlig Wurst, ne? Ob ich hier es schlecht anhabe oder nicht. Der Kapuzenpeter sieht mich ja ohnehin so oder so. Blöde Mistvieh. Gut, da ist mal hier... Sind die Frösche, ne? Aber... Ach so, nee, kommt wieder hier. Ton kommt wieder. Und gerade eben ist das so ruhig gewesen. Das hat mich dann doch zu sehr beunruhigt. Wie weit? Oh! Oh! Ja, jetzt ist Spiel wieder flöten gegangen, ne? Gut, in den Sümpfen zurück nach dem Absturz. Gucken wir abermals hier, wo geht es hin? Ja, wo kämen wir hin, wenn jeder sagen würde, wo kämen wir hin? Und keiner ginge, um zu gucken, wohin man käme, wenn man nur ginge. Von daher gehe ich einfach mal, um zu gucken, wohin man kommen würde, wenn man gehen würde. Was wir ja tun, also... In dem Fall würden wir es nicht mehr. Aber wir hatten ja hier vorne so einen schönen Weg dran. Nachdem wir jetzt wissen, dort geht es nicht weiter. Und ich denke mal, das Tier da. Und dann? Und dann? Teufel nochmal, wo geht es hier hin?
Boah, ich mag das gar nicht, ne? Hier so. Ja, das mag ich auch nicht. Du Mistvieh. Ja. Oh Mann. Laufen. Jo, gleich ist durch, gleich ist Kapuzenpeter wieder weg. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Genau, das ist das gewesen. Oder eben auch nicht. Oh Mann. Na gut, aber ich möchte dann wohl doch zu sehr drauf verlassen, dass er irgendwann wieder weg sein wird. Aber er möchte wohl... Ihm möchte wohl länger entflohen werden. Hm? So ein Mistvieh. Der Punkt ist ja, ich bin mir gar nicht so sicher gewesen, wo ich eigentlich jetzt langgelaufen bin. Irgendwie war das dann schon sehr irreführend und kam mir so vor, als wäre ich dort schon gewesen. Ja, gut, ich denke mal, das ist auch mein Fehler gewesen mit dem Licht aus. Ja, dann hat das wohl doch hier so einen gravierenden Effekt, dass hier der Kapuzenpeter wohl ständig hinter einem hier ist, solange das Licht an ist. Oh, was weiß ich. Ja, die Frösche hören sich auf jeden Fall hier stark gequält an. Oh. Das sieht jetzt erstmal nicht so einfach aus. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, mir scheint, der Weg nach links ist nicht der richtige. Irgendwie, weiß nicht. So, hier irgendwo dort, na, hier beginnt das jetzt gleich. Gut. Das heißt, laufen, laufen und laufen.
Was? Okay, in Ordnung. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, gut. Okay. Ja, wir können erstmal... Wow. Was? Wow. Was ist das? So, das... Ja, das ist jetzt hier der Weg nach rechts. Und ich guck grad, wo wir hier hinkommen, wenn wir hier lang kommen. Oh Mann. Ja, gut, Spiel abgestürzt, ne? Nicht so gut heute. Es läuft wohl nicht so gut. Ja, wir kennen die Stelle bereits. Das ist der Anfang im Sumpfgebiet, wo uns Kapuzenpeter mit den Leuchteaugen nach wie vor verfolgen möchte. Denke ich mal. Aber wir haben den Absturz. Ja, problemlos vertragen. Ich weiß nicht, wie ich hier sagen soll, ne? Ist ja kein Ding, nicht. Schnell abgestürzt und schnell geladen. Das gibt auch keinen Schaden. Licht habe ich mal ausgemacht, gerade zwischendurch. Und Teufel hier wieder durch die Gegend, um dem blöden Vieh zu entkommen. Ich denke mal, ich bin hier falsch abgebogen irgendwo. Oh Mann, der hat mich doch gleich wieder. Nein, nein! Oh. Na gut, ich denke mal, man muss hier wirklich auf den richtigen Pfad hier kommen. Auf den richtigen Pfad hier kommen. So, Licht ist aus. Und hier ist das, ne? Wo ist die Brücke? Genau hier beginnt das, wo hier der Peter kommt. Kurz durchschnaufen. Oh nee, Mann. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Mann, Mann, Mann. Ich bin jetzt hier die Wege abgegangen. Das Vieh lässt mich hier nicht in Ruhe, ne?
Gut, ich laufe mal hier rüber. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht oder ob wir auch ganz woanders hin müssen. Ja, wir müssen das immer und immer wieder probieren, ohne zu wissen, was wir hier eigentlich probieren müssen. Nee, es ist dann wohl doch nicht mein eigenes Licht, das ihn immer anzieht. Ich habe ja auch vorhin schon probiert, ihm zu entkommen. Indem ich jetzt erstmal nicht dort entlang laufe, wo sich auch die Laternen auf dem Weg befinden. Scheint nichts zu bringen. So war das vorhin auch, ne? Ja, der will mich auf den Arm nehmen. Thank you.
Okay. Oh Mann. Hat das Spiel hier eigentlich gerade gespeichert oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich denke mal hier, der Trick an der ganzen Sache ist hier so lang immer wieder kurz abzustoppen und nicht zu laufen, dass man einfach lang genug durchlaufen kann. Ja, Übelkeit. Mann, das ist mir jetzt Wurst, ja, welcher Körper hier liegt und was hier wo was verursacht. Ich bin hier fix und alle mit den Nerven. Fix und alle hier. Wo bin ich und was ist das alles für ein Gedöns und Gerempel und Krempel hier? Ja, ich denke mal, hier ist nicht wirklich etwas zu holen. Und das scheint hier der Weg zu sein, der weiterführend ist. Oh. Ja, kein Durchgang. Und, was haben wir hier? Doch ein Durchgang. Lol. Oh, Mann. Wir sind noch immer in Dienst. So, Mann, nee, wow. Was willst du von mir? Es hat an dieser Stelle gespeichert. Das ist von Vorteil. Vielleicht ist hier drin auch was zu machen. Ich weiß es vorerst mal nicht. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich hier rüber gucken möchte. Ja, das ist ein großes Gebiet hier, irgendwie in den Sümpfen. Und für mich nicht gerade leicht, die Orientierung irgendwie zu behalten, geschweige denn überhaupt zu finden. Naja, hier sind wir, denke ich, richtig. Wo geht es? Oh Gott. Hier rüber auch? No. Nee, no. No, 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 no.
Hier nicht. Hier? Jo, wir latschen mal hier lang. Ich denke, die Lichter sind im Endeffekt doch ein Indikator dafür, wo man lang gehen muss. Och. Mann, ihr Frosch bringt mich wieder fast aus der Fassung. Ich bin so dermaßen angespannt hier. Ich bin ja auch gefühlte 30 Minuten hier vom Kapuzenpeter mit den Leuchteaugen gejagt. Oh ja. Mann. Er ist direkt hinter mir. Das wird so nix, denke ich. Oder aber. Ist mir der hier irgendwo entgegengekommen, denke ich. Komm, lauf, lauf, lauf. Oder hier, ich weiß es nicht mehr. Wo sind wir hier? Nee, oder wir sind hier zurück? Nee, jetzt wirklich? Müssen wir hier hin? Ich weiß es nicht. Ich denke mal nicht, ne? Jo, das war... Hier ein klassischer Rückweg, ne? Jo, aber bevor ich mich hier weiter in das Gebiet hineinwage, denke ich mal, werde ich wieder ein bisschen runterkommen. Verschiebe den weiteren Fortschritt des Spiels hier auf den nächsten Teil, die nächste Episode von Wie geht das eigentlich in The Land of Pain und was passiert dort drin? Und bedanke mich dann wieder mal fürs Zugucken. Ich bin hier vollkommen durchnässt, hier wirklich. Ich habe mir hier einen Teufel aus dem Leib geschwitzt. Ja, fühle mich auch schon. Wie der schwarze Kapuzenpeter hier. Meine Lieben, ich sag danke. Mach noch mal das Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.